So, liebe Leute, willkommen zurück. Das ist immer wieder Europa League. Ja, das gute Hinspiel. Das nochmal zu bestätigen, das wird eine harte Aufgabe. Schauen wir mal. Gegen AC Milan, heute im San Siro. Ich bin gespannt. 835, 845, eigentlich auf Augenhöhe. Also, so überraschend ist das Ergebnis aus dem Hinspiel nicht. 3-2-1 zu Hause. Gucken wir mal. Wir werden ja sehen. Die hauen wir weg. Ein Sieg ist Pflicht. Gebt euer Bestes. Das ist ja auch inklusive Siegprämie. Schauen wir mal. Bin ich gespannt. Schade, keine Einlaufmusik hier bei Milan. Beide Mannschaften präsentieren sich bisher sehr kombinationssicher. Und das nach 2 Minuten, alles klar. Ich rufe mal rein hier. Concentration, ob das funktioniert. Werden wir ja sehen. Gelbe Karte für Niklas Stark. Hört sich auch ein bisschen deutsch an. Und die Spieler von Holstein Kiel sind jetzt voll konzentriert. Ich gehe mal ganz kurz rein mit dem Gegner. Mich interessiert das ein bisschen. Jan Sommer finde ich ja sehr interessant, dass sie sich den geholt haben. Toller Keeper. Chilio Varane, da ist er, Raphael. Wunon Anita, ich sag ja, den kennt ihr ja noch. Balotelli, El Shaarawy gibt es halt auch noch auf rechts außen. Und Yassin Benzia. Umtiti auf der Bank. Alexander Merkel ist auch ein Deutscher. Der spielt doch wirklich, glaube ich, in der italienischen Liga, der Merkel. War das nicht bei Udinese oder sowas? Oder Sampdoria? Komm jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall habe ich den schon mal gesehen. Und Harry Mastur, ja. Der ist nicht ohne. Aber bloß eine 50. 68 plus. Das ist nicht cool gefährlich. Gut, gehen wir rein ins Spiel. 11 Minuten. Wir führen nach wie vor mit 3-1. Schauen wir mal. Schiedsrichter Sam Parker bemüht sich da auf Ballhöhe zu bleiben, während Onu Akdogan gerade eine Pause macht. So wird dies ein Bodycheck-Opfer des... So wird dieser ein Bodycheck-Opfer des aggressiven Schiedsrichters und muss kurz behandelt werden. Was zum Henker, ey. Der Schiri rennt unseren Akdogan rum. So, Drouet mit einer... Oh, der wird jetzt hier für AC Milan angezeigt. Mit einem Kopfballabwehr, die dann an der Latte landet. 2 Meter am Tor vorbei, na Gott sei Dank. Keine Zentimeter, sondern 2 Meter. Habe ich schon reingerufen, konnten sie? Ja. Tobias Marienberg flankt von links weit auf Smolly. Der volles Risiko geht in das Leder in die zweite Etage drischt. Ja, wir stellen uns gar nicht so schlecht an hier auswärts. 25 Minuten gespielt. Ist in Ordnung. Wiedmüller setzt sich durch gegen Benzia. Ja, der ist gefährlich, der Benzia. Da müssen wir aufpassen. Das war knapp. Sommer gerät nach einem Rückpass von Stuart McCrim ziemlich im Bedrängnis. Der Mailänder Torwart schießt Onu Akdogan an, doch das Leder fliegt einige Meter am Tor vorbei. So, die erste halbe Stunde haben wir geschafft, liebe Leute. Nächste Chance für Milan. Und nach einer schönen Flanke von Martin Grau kommt Andersen völlig unbedrängt zum Kopfball. Bringt aber keinen Druck hinter die Kugel. Riedmüller kann sicher aufnehmen. Wunderbar. Ja, schaffen wir die erste Halbzeit ohne Gegentor? Wäre doch was. Benzia wird steigert, diese scheitert jedoch mit einem ziemlich bescheidenen Schüsschen an Riedmüller. Also, sie haben schon ordentlich Chancen. Das bleibt stehen. Balotelli, Chilio und Benzia im letzten Angriff beteiligt. Sehr gute Chancen sogar. Und wir halten noch dagegen. Die machen uns schon ordentlich Dampf hier, mein lieber Schieber. Da ist ordentlich Druck unter dem Kessel. Hüttmüller, beste Mann. Also die Defensive ist vorhanden. Das ist schön zu sehen. Schade, dass die Offensive noch keine wirklichen Entlastungsangriffe zusammengebracht hat bisher. 4 kleinere Chancen. Jetzt mal, nee, wieder für Milan. Oh, Andersen läuft nach einem schönen Steilpass von Anita. Mutterseelen allein auf Torwart. Hüttmüller dazu. Doch der Keeper bleibt lange stehen, fuchtelt mit den Armen und verunsichert Andersen am Ende so, dass diesem nichts anderes einfällt, als ihn anzuschießen. Also... Riedmüller, Hut ab, ey. Der hat heute, glaube ich, hier seine Wiedergeburt. Was für eine krasse... Erinnert mich so ein bisschen an Schalke gegen Porto, wenn ihr euch erinnern könnt. 2009? 8 oder 9 war das. Und da hieß es Manuel Neuer gegen Porto. So ähnlich kommt mir das heute hier mit dem guten Maxi Riedmüller vor. Und das in seinem besten Alter, ne? Ist er schon über 30. So... Hammerhart. Wie alt ist Riedmüller jetzt eigentlich? Ist der jünger als Neuer? Ne, 33 ist er schon. Ja, aber der ist jünger, ne? Oder? Ich guck mal gerade sein Geburtsdatum.
wenn ich es mal finden würde jetzt auf die Schnelle. Hier, 88, 2 Jahre jünger als Neuer ist 86. Gut. Spielergespräche. Ja, versuchen wir mal ein bisschen was zu motivieren. Mehr ist auch nicht drin. Kritisieren will ich keinen. Auswärts an Zero. Da ist man auch einfach ein bisschen geplättet, ne? Von der Atmosphäre, das ist klar. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Und Smolly vielleicht mal, dass der da mal rankommt. Lass uns genauso weitermachen, dann fühlt sich alles zusammen. Es läuft ja perfekt für uns. 1:3 steht es nach wie vor. Wir führen 3:1. Somit also nur bei einem Sieg von AC Milan müssten wir uns dann um die Tordifferenz kümmern. Beziehungsweise um die Auswärtstore, die viele geschossen worden sind. Und vielleicht gelingt uns ja sogar noch ein Tor gegen Milan. Die wieder stark starten. Troué schießt bei einem Abwehrversuch den eigenen Mann an, der damit unfreiwillig für Benzer vorlegt. Aber Schülke schaltet blitzschnell und wirft sich noch dazwischen. Es gibt Ecke. Es geht gerade so weiter wie in der ersten Halbzeit. Zum Glück kann Milan die Bälle nicht im Netz unterbringen. Kann den Ball nicht richtig drücken. Klar drüber. Nächste Chance. Riedmüller hebt die Hand. 1,0. Maxi Riedmüller. Den haben wir seit Anfang an. Der wäre so der mit Aktogan so der letzte Mohikaner in unserer Mannschaft. Der seit 2012... seit 10 Jahren hier mit an Bord ist. Oh, rote Karte jetzt für Stuart McCrim. Glatte rote Karte für Stuart. Wer so die Gesundheit des Gegners gefährdet, muss sich nicht wundern. Genau die richtige Entscheidung von Sam Parker nach diesem Foul an Aktogan. Und eine Chance, Marienberg holt im Laufduell einen Eckball heraus. Wunderbar. Der Junge, Tobi hier, ich denke mal, der ist auch geplättet von der Atmosphäre. Großartige Matches wurden hier schon bestritten in San Siro. Im Felipe Meazza Stadion. Hier kommt gerade eine ausgesprochen attraktive Kollegin vorbei. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Augenblick, Sie verpassen nichts. So, an der Stelle ist es Zeit für einen kleinen Wechsel hier in der Offensive. Wie gehabt, es kommt Josipovic in der Defensive. Sehr schöne, sehr gute Noten. Gefällt mir richtig gut. Fink. Alternativ für Conte, der doch langsam müde wirkt. Er hat die schlechteste Frische und daher bringe ich einen jungen Fink. Gehe auch damit kein Risiko ein, meiner Meinung nach. Der Rest muss leider durchlaufen. Der muss alles reinwerfen, was er hat. An Fitness, an Frische, an Elan. Hoffentlich kriegen wir das hier noch über die Zeit geschaukelt. Es sind nur noch 20 Minuten und wir ständen dann im Viertelfinale der Europa League, Ladies and Gentlemen. Langsam müssen wir dann doch die Krawatten aus dem Schrank holen. Es wird amtlich. Spielerwechsel, alles klar. Zoran gegen Aktogan. Oder für, warum sage ich immer gegen? Letztes Mal schon. Zoran natürlich für Onur. Francesco Tiribocchi ist da jetzt ein gutes Stück näher an seinen Monitor gerückt. Wollen wir hoffen, dass da keine neue Brille fällig wird. Und es lediglich spannend ist, sagt, wird blitzschnell kommt denn sie da. Fink passt auf Marienberg, der über links kommt und in die Mitte auf Deli passt. Der locker einschiebt, Sommer schimpft, jawohl, da ist ein Ausgleichstreffer. Der Auswärtstreffer, nicht Ausgleich, der Auswärtstreffer gegen den AC Milan, geschossen von Mats Möller-Deli. Ach Gottes Willen, wie geil ist das denn bitte, jetzt sind wir ja so gut wie durch. So gut wie durch sind wir jetzt. Der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Das ist geil, das ist richtig geil. 1:0 auswärts in Milan. Bei Kiel lässt man jetzt ruhig angehen. Wir haben das Zeitspiel drin. Man hat alle Zeit der Welt. Schülke bricht seinen Angriff ab und spielt den Ball erstmal wieder seelenruhig zu Riedmüller zurück. Die Sekunden verstreichen. Die Minuten gehen dahin. Milan kämpft sich vielleicht nochmal ran, aber das glaube ich nicht. Das ist einfach zu groß, die Differenz. Sie bräuchten jetzt rein theoretisch 5 Tore. Das ist, glaube ich... Ne, 4 Tore brauchen sie. Entschuldigung, 4. 4 Treffer. Um den Sieg zu erringen. Ein 3:1 würde dann bloß in die Verlängerung gehen. Alexander Merkel, da ist er. Ich weiß nicht mehr, wo der Gewicht den gesehen hat. Gelbe Karte noch für Tobi. 82. Minute, wir haben noch eine Auswechslung. Dann nutzen wir die auch, auch wenn es nicht mehr für eine Note reicht. Wir bringen trotzdem noch Aspas rein hier. Und ein bisschen sparen, ein bisschen noch Zeit rausnehmen für einen Spielerwechsel. Das lässt sich doch auch gut anschauen dann.
Wie gesagt, der junge Aspas noch mit ein paar Minuten Einsatzzeit. Holstein Kiel nochmal mit einer Möglichkeit, hier eine ordentliche Josipovic taucht plötzlich alleine vor Jan Sommer auf, doch statt zu schießen, kriegt der bisher unauffällige Schweizer noch einen Haken und vertändelt so die Chance. Dann geht auch ein Dribbling nochmal leicht über die Füße, obwohl es dann leider nicht vom Erfolg gekrönt war. 5,5 seine Note für diese Aktion. Erwartet man ein wenig mehr Professionalität. 5 Minuten Nachspielzeit, das sollte nicht reichen, um 3 Treffer zu erzielen. Hoi, das ist ein richtig geiles Spiel, ein richtig geiles Ergebnis, insbesondere Aspas kaum drin. Schon eine gelbe Karte, er will da, glaube ich, einen Elfmeter rausholen. Benzia mit einer klaren Schwalbe. Ah nee, Benzia. Aber Sam Parker entscheidet dennoch auf Freistoß und verwarnt Aspas auch noch. Der schüttelt nur den Kopf, alles klar. Chance nochmal für die Mailänder. Freistoß rechts, Balotelli mit einem Freistoß von rechts, also... Varane löst sich geschickt von seinem Gegenspieler und köpft den Ball vorbei ins Tor. Da ist der Ausgleich noch in der Nachspielzeit, in der 92. Minute von Ex-Madrilenen, nämlich Rafael Varane. Und das ist der Schlusswurf, 1:1, spielen wir auswärts gegen den AC Mailand. Liebe Leute, wir sind im Viertelfinale der Europa League. Das hätte ja wohl im Vorfeld auch keiner gedacht. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn. Sehr, sehr geiles Ergebnis. Kann man so lassen, so stehen lassen. Richtig bombastisch, dass wir da so einen zumindest prestigeträchtigen Gegner, weiß gar nicht, wie stehen die denn in der Liga? Wo stehen sie denn? Platz 5, ja. Da sind andere Kandidaten, Parma auf Platz 2, Alter. Es gibt wohl keinen Club in Europa, der noch pleiterer ist als Parma. Sehr schön. Philippe Anderson ist ein interessanter Kandidat hier. Fällt mir sehr gut, der Kerl. 27, offensives Mittelfeld, Brasilianer. Aber auch einen brutalen Marktwert, ne? Klar. Viel Prestige in dem Verein. National 20, international 19. Also mehr geht eigentlich gar nicht, was Prestige angeht. Vielleicht höchstens noch nur die Bayern oder Madrid und solche Geschichten, die noch ein bisschen höher angesiedelt sind. Wunderbares Ergebnis. Das schauen wir uns nochmal kurz über den Ergebnissen an. Hat Schalke. Schalke hat sich durchgesetzt gegen FC Barcelona, liebe Leute. Ich pack's kaum. Nach Toren 7:0 in der Summe gegen den FC Barcelona. Wo steht denn Barcelona, bitte? Das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Ist leider nicht möglich. 4:0 im Hinspiel, 3:0 im Rückspiel. FC Schalke zerstört FC Barcelona. Sind das nicht die gleichen Ergebnisse, wie der FC Bayern München 2013 gegen Barcelona gespielt hat? 4:0 zu Hause, 3:0 auswärts. Wenn mich nicht alles täuscht, war das genau so. Holstein Kiel 3:1 gegen AC Milan, 1:1. Dann noch durchgesetzt Zürich 1:0. Da ist er der größte Favorit raus, Barca. Der Rest sind alles Mannschaften, wo ich sagen würde, ja, ist ein guter Gegner, gute Gegner. Donetsk ist weiter, ja, mit 5:1 Toren. Auch Madrid ist, Atletico ist weiter. Auch nochmal ein richtig heißer Kandidat aus der aktuellen Perspektive. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Würde ganz gerne nochmal reingucken bei der Champions League, wie es denn da aussieht. Aber da sind wir noch im Achtelfinale, Viertelfinale. Sieht folgendermaßen aus. Madrid gegen Arsenal. München gegen Dortmund, da treffen sie sich wieder, die Champions League Finalisten von 2013. Liverpool gegen Man City und Neapel gegen Hamburg. Ja, leck mich fett, da ist ja echt was drin. Geile, geile Sache. Wir gehen rein, gucken uns die Auslosung an. Na dann kicken wir doch mal, wen wir da zugelost bekommen. FC Schalke 04, der Barcelona-Bezwinger und somit jetzt mittlerweile Top-Favorit. Gegen Werder Bremen, deutsches Duell. Deutsch, hoffentlich bleibt es bei diesem Duell. Zürich gegen Schalke Donetsk. Da bleibt noch ein deutscher Club und 2 spanische für uns. Holstein Kiel, jetzt wissen wir es gleich. Gegen Valencia. Champions League Finalist 2001. Und Hoffenheim gegen Atletico Madrid, Champions League Finalist 2014. ja, sehr schön, sehr, sehr geil. In Ordnung, also, gehen wir rein, meine Lieben. Gucken wir mal. Jetzt noch das Spiel irgendwie gegen Leverkusen über die Bühne schaukeln, würde ich sagen. Und dann gehen wir erstmal gemütlich in die Länderspielpause, die wir auch echt nötig haben. Jetzt nochmal das Sonntagsspiel. Holstein Kiel, zweite gewinnt 4:0 gegen Büdelsdorf. Wenn ich das richtig gesehen habe. Moment, da gucke mal kurz rein in die Schleswig-Holstein-Liga. Jo, gegen Büdelsdorf haben wir 4:0 gewonnen. Wir haben denn Lübeck gespielt? Hat verloren gegen Mehldorf. Ist es das Lübeck, was oben mit uns spielt? Ja, ne? Oder was Schleswig? Ich muss mal gucken, Tabelle.
Ja, D. Lübeck, alles klar, immer wieder einen Punkt vorne. Sehr, sehr geil. Also nicht viel rumschrauben, wenn das an der U23 mal machen lassen. Habt ihr das gelesen, was da steht? Besonders auffällig ist die UFO-Gestaltung des Rathausplatzes. Und dann, schön ist auch die Nähe zu Köln. Leverkusen. Ja, Leverkusen, wie viele Städte im Ruhrgebiet, ja eigentlich keine standardmäßigen Städte, ne? Also mit jahrhundertlanger Tradition, sondern das sind ja alles Städte, die im Zuge der Industrialisierung entstanden sind. Aber das wisst ihr, denke ich mal, auch. Jo, heute werden wir alternativ unsere alte Taktik nochmal fahren, wenn ihr nichts dagegen habt. Und zwar geht das folgendermaßen. Ja, natürlich Josipovic nach oben. Wir werden versuchen hier gegen den 7. heute, ja, ich gehe mal weg von der defensiven Haltung, weil ich der Meinung bin, Kine wird uns da jetzt nicht so viel weiterhelfen. Ich nehme lieber einen sehr, 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 sehr starken Josipovic. Zuletzt sehr gute Ergebnisse gehabt, momentan ein bisschen außer Form. Sagt die Zahl, aber finde ich jetzt nicht. Hat sehr gute Leistungen abgeliefert zuletzt. Deli geht auf die linke Seite wieder. Stammplatz und Brinkmann ist auch wieder ready for takeoff. Und der Rest ist auch fit. So, wir öffnen die Taktik. Gucken uns das an. Wir gehen nicht auf Konter spielen, wir gehen auf Abseitsfalle. Machen wieder die offensive Taktik. Erschrecken ein wenig die Leverkusen. Sie sind einen Tabellenplatz hinter uns. Wie viele Punkte uns trennen, weiß ich nicht. Da gucken wir mal rein. Und zwar genau nur 2 Punkte. Ja, da sollten wir eigentlich... Wir müssen da den Sieg feiern jetzt hier. Ne? Wir sind die Letzten, die heute spielen. Wenn wir da gewinnen sollten, können wir gleich ziehen. Zumindest was Punkte angeht mit Wolfsburg. Sollten wir mehr als 4 Tore schießen und keins bekommen. Ziehen wir sogar vorbei an Wolfsburg, ne, von der Tordifferenz, aber das ist ja nebensächlich. Viel wichtiger ist einfach, dass wir dranbleiben, dass wir heute mal gegen Jan einen starken Gegner gewinnen. Das wäre mal toll, ne. 2-2 haben wir gespielt im Hinspiel. Spielen auswärts in der Bayer Arena, ne. Bayer Arena, genau, ich muss gerade überlegen, wie das Stadion heißt. Ja, kurz in die Taktik noch. Josipovic muss ja wieder angepasst werden. Das ändert sich ja immer. Flankenhäufigkeit, Vorstöße, Tacklings. Ja, können wir so lassen. Schüke, einziger, der jetzt keine Vorstöße vollzieht. Der Rest ist so in Ordnung. Und dann schauen wir mal. Schaka ist noch gesperrt. Wie lange ist er noch? Für ein Spiel, alles klar. Dann haben wir den auch bald wieder. Wir gehen mal rein hier in die Übersicht. Statusbericht, Verletzungen, Pokalprämie. Wie viel gab es denn da? 360.000 Euro. Okay. Und dann geht's gegen Valencia. Marktpoolzahlung Europa League. In diesem Jahr wird für ihr Land eine Summe von 6,13 Millionen Euro aus dem Marktpool für alle Teilnehmer an der Gruppenphase der Europa League fällig. Sie erhalten anteilig 1,53 Millionen Euro. Das kann sich doch sehen lassen. Und wir bekommen nochmal 330.000 Euro aus dem oder zum Reservebudget. Scouting abgeschlossen. Neue Idee für Fanartikel. Benjamin Fay erreicht Trainingsziel. David Seberius erzielt 2 Tore. Stark, der hat mal wieder getroffen. Hat Klamit auch mal getroffen. Spielergespräche sehr verbessert, sage ich einfach mal. Den Spielbericht würde ich ganz gerne mal sehen. Klausel für Auflaufprämie. Für wen? Für Heidmann. Aha. Sonderprämie für eine. Er kann, ja, kein Problem. Der kann ein paar Sonder... Der kann ein paar bekommen. Ich sage das mal. Keinerlei Auswirkungen. So, hier. Dagdelin war der Beste mal wieder. Wer hat die Tore geschossen? 2 Seberius. Klammi, doch hier. 1 Tor, 1 Vorlage. Sehr gut. Sehr gut, back in business. Oh, der Kauer spielt. Hier schon ein paar heiße Kandidaten. Warum der immer hier auf RM aufgestellt ist und der Stürmer hier in der Mitte ist, das weiß ich halt nicht, aber... Ist ja auch egal. Ist ja auch nebensächlich. So. Thielen Vorlage Klamit. 3-0 Klamit Vorlage Thomas Heidmann. Legt für Klamit auf und der bisher unauffällige Torjäger hämmert die Kugel vom Innenpfosten ins Tor. Schönes Ding.
gegen Büdelsdorf. Christoph Drexler ist noch angeschlagen und Brinkmann ist wieder fit. Okay. In Ordnung. Jetzt geht's gegen Leverkusen. Mal gucken, was wir rausholen können. War ziemlich anstrengend. Wird der Mannschaft aus dem heutigen Spiel keinen großen Strick draus drehen, wenn es nicht reichen sollte, aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bin ich felsenfest von überzeugt. Mal gucken, was draus wird. Auswärts gegen Leverkusen. Starkes Ergebnis abgeliefert gegen Mailand, wenn wir da heute nochmal so ansatzweise ein bisschen anknüpfen können. Vielleicht ein schönes Unentschieden wäre in Ordnung. Ein Sieg wäre natürlich Gold wert, klar, aber auch bei einer Niederlage gegen Leverkusen wäre ich jetzt nicht allzu enttäuscht. Wir drücken einmal F9, wie ihr wisst. Und dann gehen wir rein in den 25. Spieltag. Oder 26.? Boah, muss ich mal kurz gucken, Leute. Wie ich jetzt miserzähle. 26 schon, ne? 26, genau. Alles klar. So. Bis dann. Ciao, ciao.